Lilo, heute machen wir uns mal kurz, jetzt ist Fasching, jetzt machen wir ein bisschen Spaß mit Ubuntu Mate. Ne? Ubuntu Mate, spezielle Ubuntu-Version. Habe ich wieder so einen kleinen Bug gefunden, aber diesmal nicht so tragisch und daraus mache ich mir jetzt einen kleinen Spaß. Shell Command Injection of Places by Plugin vom Mate-Menü habe ich gefunden. Wie können wir den kleinen Bug ausnutzen, dass wir hier so ein bisschen Hello auf dem Bildschirm kriegen? Ne? Worte, persönliche Worte. So, und jetzt an sich die verborgenen Dateien anzeigen und in .config gehen, .config. Und da sehen wir User, Dirs, Dirs. Ja, nicht, ich stotter nicht, das heißt so. So, und jetzt steht da zum Beispiel sowas wie XDG, Desktop, Dir ist Home, Schreibtisch. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen Spaß. Jetzt exploiten wir mal wieder Shell Command Injection mäßig xmess. Na, jetzt wollen wir das mal Hello hier. Hello. Ich weiß nicht, ob ich das richtig schreibe. Minus Timeout 10 Sekunden. So, und speichern wir ab und schon sind wir so gut wie fertig. Sofern wir das furchtbar advanced Mate-Menü benutzen. Ja, das furchtbar. Advanced heißt, ich bin total toll. Nee, die haben geschrieben, das wäre sowas von advanced. Ja, total advanced ist aber nicht so. Gut, also hier haben wir unser Panel zur Leiste hinzufügen. Und da muss dann halt hin das Mate Menu, Advanced Mate Menu hinzufügen. Gut, was passiert dann? Hello! Hello, sehen wir da. Hello und Alarm, wunderbar, schließt. 10 Sekunden lang und dann ist das wieder weg oder wir drücken auf OK. Und dann erst erscheint das Menü. Gut, ihr werdet es mir glauben, wenn man den Rechner neu startet, dann kommt Hello immer. Wir können auch noch mehr Hello haben, ja, wie war Hello hier. Also das Advanced Mate Menu, das total advanced ist, hat zum Beispiel die Option mit Rechtsklick Add to Desktop, ne? Ja, also zum Desktop hinzufügen oder zum Schreibtisch. Und was passiert dann? Hello! 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 Ne? Total okay jetzt. Wunderbar. Gut, woran liegt das, dass wir vor Karneval auf dem Desktop haben? An einem Bug. Shell Command Injection in Places by und diversen anderen Dateien, die werden aber denn für Dateien? Datei in Places Py haben wir das Problem. Steuerung Print mal wieder Commands. So, Commands Get Status, nein, Get Output diesmal. Und hier wird das Desktop Directory eingesetzt. Und da ich das geändert habe, ne, und Commands Get Output einfach mal wieder auf die Shell geht, ne, holt er sich aus dieser User-Dirs den Text aus dem Abschnitt Desktop-Dir und geht das einfach mal so auf die Shell und dann erscheint halt mein X-Message. Gleiche Problem hat natürlich Applications Py. Und wir sehen auch hier das gleiche Gedöns, ja, Add to Desktop, das war das Ding, wo ich hinterher drauf bin. Da hatte ich mein Karneval, immer wenn ich eine Datei zum Desktop hinzugefügt hatte, hatte ich meinen Karneval. Ne? Das geht übrigens auch mit OS-System, hier ist quasi der gleiche Karneval, der gleiche Quatsch, auf andere Art und Weise mit OS-System anstelle von Commands, wunderbar. Ich finde das echt klasse, dass die alle so nachdenken beim Programmieren und Hello, ne? Wunderbar. Zum Desktop hinzufügen, bald so schön war. Hello, ne? In dieses Ubuntu Mate. War echt klasse.